12:30 Uhr. Vielen Dank, dass ihr alle zu meinem Vortrag günstig durch Japan gekommen seid. Mein Name ist Silvia Gronjewitsch und ich war 2002 das erste Mal in Japan. Ich habe Japanologie studiert und hatte dann die Möglichkeit, ein Jahr an der Universität Yokohama zu studieren. Sprich, ich habe dort auch gelebt. Ich habe das Studium mit einem Magister abgeschlossen und habe inzwischen schon mehr als 20 Reisen nach Japan getätigt. Ich bin üblicherweise ein- bis zweimal pro Jahr in Japan und praktisch all meine Reisen waren individuelle Reisen, das heißt auf eigene Faust. Und nachdem ich zu einem Großteil als Studentin unterwegs war, habe ich natürlich sehr viel darauf geachtet, günstig unterwegs zu sein, vor allem wenn man natürlich öfters nach Japan macht. Und seit März 2013 genau habe ich mein eigenes Reisebüro für Japan aufgemacht und dort verkaufe ich auch nur Japan. Also wenn ihr mal irgendwas zu Japan braucht, könnt ihr gerne bei mir vorbeikommen. Der erste Punkt, wenn man nach Japan kommen mag, ist natürlich der Flug. Der Direktflug von der Austrian Airlines wird leider ab Anfang September eingestellt. Das heißt, ab dann gibt es nur mehr Umsteigeverbindungen nach Japan. Es gibt üblicherweise bei Flügen Angebote. Die haben den Vorteil, dass sie günstiger sind als reguläre Flüge. Den Nachteil aber, dass man sie sehr kurzfristig buchen muss. Also üblicherweise innerhalb einer Woche, manchmal innerhalb eines Tages, muss man sich entscheiden, ob man nach Japan fliegen will und wann. Und der andere Nachteil bei diesen kurzfristigen Angeboten ist, dass 100% Stornokosten üblicherweise und man kann auch nicht mehr umbuchen, weil man sich irgendwie was anderes überlegt. Die normalen günstigen Flüge sind unterteilt in Haupt- und Nebensaison. Hauptsaison ist üblicherweise natürlich Ende März, Anfang April, wenn die Kirschblüte ist. Dann noch einmal Juli, August, eh klar, weil da alle Ferien haben. Und dann über Weihnachten und Neujahr, weil dort sehr viele natürlich auch auf Urlaub fahren, beziehungsweise Verwandte besuchen etc. Und damit man ein bisschen ein Gefühl bekommt, was so Flüge kosten, ich habe euch gestern Abend noch ein Angebot von der Lufthansa rausgesucht. Ein aktueller Flug jetzt, wann habe ich rausgesucht? 4. Oktober bis 19. Oktober, wäre 630 Euro. Also Hin- und Retour inklusive aller Taxen. Das ist ungefähr, was ein regulärer Flug kostet, der kein Angebot ist. Und wie ihr hier vielleicht sehen könnt, habt ihr ja den Hinflug mit LH, da steht für Lufthansa, den Rückflug für LX mit Swiss. Das ist ein Vorteil von der Lufthansa-Gruppe. Ihr könnt da wirklich mix und matchen. Ihr könnt hinfliegen mit der Swiss, ihr könnt retour fliegen mit der Lufthansa. Und die All Nippon Airways fliegt ebenfalls für die gemeinsam im Verbund. Das heißt, ihr könnt da recht gute Umsteigeverbindungen machen. Flugzeit, die kürzeste derzeit ist so um 13,5 Stunden inklusive Umsteigezeit. Und wenn ihr zur Vorstellung habt, der Direktflug hat gedauert 11,5 bzw. 12 Stunden. Also darauf muss man sich leider einstellen. Und wenn es Angebote gibt, sind die eben befristet. Ich habe euch hier jetzt reingeschrieben. Das ist jetzt so viel günstiger, 589 Euro. Gibt es gerade mit der Finnair nach Tokio. Und wenn man aber solche, also wenn man flexibel ist, empfehle ich euch bei Check Felix nicht die Flugdaten einzugeben, sondern ganz am Ende seht ihr etwas, das nennt sich Deal Finder mit der Lupe. Und dort könnt ihr dann eingeben euren Heimatflughafen und geht dann rüber nach Japan und seht die günstigsten Flüge. Und wenn ihr keinen Monat angebt, seht ihr den günstigen Flug überhaupt für das nächste kommende Jahr. In dem Fall der günstigste Flug nach Japan, 475 Euro, das wäre mit der Air China. Und ihr könnt auch alternativ schauen, wenn ihr im Westen Österreich seid zum Beispiel, ab München zu fliegen, da kostet der Flug 418 Euro, der gleiche mit der Air China. Und alternativ auch Prag, Budapest, jetzt wie ich gerade geschaut habe, gab es nichts günstigeres als München. Also da könnt ihr euch noch eventuell etwas sparen, vor allem wenn ihr ein günstiges Vorticket habt. Ich poste die Angebote, die Flugangebote immer auf meiner Webseite und auf meinem Facebook. Das heißt, falls ihr einfach nicht euch für alle Newsletter anmelden wollt, könnt ihr euch einfach dort nachschauen regelmäßig. Ich habe auch jetzt gerade das aktuelle Angebot von der Finnair dort gepostet.
Jetzt seid ihr endlich in Japan angekommen, das Land aller Träume. Und die Sache ist halt die, man mag ja üblicherweise nicht nur an einem Fleck sein. Also egal, ob man jetzt groß herumfahren mag oder zumindest ein paar Ausflüge machen mag, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das handeln kann. Mit dem Zug ist es in Japan super bequem und angenehm. Warum? Weil es sehr viele Züge gibt, weil die sehr regelmäßig fahren. Die sind praktisch immer pünktlich, sauber und vor allem die schnellste Möglichkeit, sich in Japan fortzubewegen. Und für den Zug gibt es verschiedene Zugpässe für Touristen. Das eine ist natürlich der Japan Rail Pass. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie Interrail. Und ein anderes ist das Seishun Juhachi Kippu. Das ist ein Ticket für angeblich die Jugend, aber es ist nicht alterslimitiert. Das Einzige, was man merkt, dass die Zielgruppe Jugendliche und Studenten sind, ist, dass es nur in der Fernzeit verfügbar ist. Und dann gibt es noch jede Menge Free Passes für Touristen, wo man als Tourist, wenn man seinen Pass vorzeigt, ein viel günstigeres Ticket kaufen kann als jemand, der dort lebt. Wer ein bisschen weiter weg mag, also wer zum Beispiel nach Okinawa fliegen mag oder nach Hokkaido, also für solche Sachen empfiehlt sich dann ein Flugticket zusätzlich zu kaufen für Inlandsflüge. Auch da gibt es für Touristen eigene spezielle Tickets. Starlines, One World, also wenn man mit einer One World Fluglinie hinfliegt, wie zum Beispiel British Airways oder Finnair, dann kann man sich so einen günstigen Flugpass kaufen, den kann man mit 1 bis 5 Flugtickets nehmen. Das gleiche gibt es für die Star Alliance, also Lufthansa-Gruppe etc. Also wer mit denen fliegt, kann sich auch so einen Flugpass kaufen. Und inzwischen gibt es schon eine ebenfalls gleichwertige Variante, wo ihr mit keiner der Fluglinien fliegen müsst, die aber ein bisschen mehr Einschränkungen hat. Und die Preise, damit ihr euch vorstellen könnt, derzeit aufgrund des eher schlechten Wechselkurses 93 Euro für einen Inlandsflug. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel mit dem Japan Rail Pass bis an den Südzipfel von Japan fahren und dann einfach mit einem Flug retour fliegen, statt 9 Stunden mit dem Zug zurückzufahren. Oder ihr könnt euch einen Badeurlaub in Okinawa anhängen für halt rund 180 Euro hin und retour. Also es ist eine recht gute Möglichkeit, schnell hin und her zu kommen. Und dann gibt es jetzt auch neu einen Japan Bus Pass und da gibt es zwei Varianten, da gehe ich dann nachher noch genauer drauf ein. Damit ihr eine Vorstellung habt, den Japan Rail Pass gibt es für mehrere Regionen. Also wenn ihr wisst, ihr seid nur in einer Region unterwegs, dann gibt es auch günstige Varianten des Rail Passes, die man kaufen kann. Der Japan Rail Pass allgemein ist für ganz Japan. Also ihr könnt es von oben, von Hokkaido in Rot, bis unten nach Kyushu in Gelb durchfahren. Und damit ihr eine Vorstellung habt, mit dem aktuellen Wechselkurs, 7 Tage kosten 258 Euro, 14 Tage 410 und 21 Tage 525 Euro. Das ist wechselkursabhängig, das erwähne ich deswegen, weil, wie man hier sehr schön sehen kann, vor einem Jahr war der Wechselkurs für uns sehr viel besser. Also ich habe die Preise aktualisiert vom letzten Vortrag, und da hat der zweiwöchige 410, also zweiwöchige hat gekostet so viel wie jetzt, nein, der dreiwöchige kostet jetzt so viel wie der zweiwöchige letztes, nein. generell, also ihr hättet letztes Jahr den dreiwöchigen zum Preis vom zweiwöchigen kaufen können. Also damit man sich das vorstellen kann. Also Wechselkurs ist immer halt sehr relevant, wenn man nach Japan fährt. Und was ihr da hier sehr schön seht, dieses kleine, steile Ding, was da ist im Juni, Juli, das war der Brexit. Ja. Dem haben wir das zu verdanken. Wer günstiger unterwegs sein will und Zeit hat, also wenn ihr für längere Zeit in Japan seid und herumreist, gibt es eben diese Seishun Juhachi Kippu. Und da könnt ihr aber keine Expresszüge verwenden. Also mit dem Railpass könnt ihr mit dem Shinkansen fahren, mit dem Seishun Juhachi Kippu könnt ihr nur Bummelzüge verwenden. Was auch okay ist, ihr kommt auch ans Ziel und ihr zahlt für 5 Tage 11.850 Yen. Und das Nette an diesem Ticket ist, ihr könnt es auch zu mehreren verwenden.
Das heißt, wenn ihr zu fünft unterwegs seid, könnt ihr alle ein so ein Ticket kaufen und jeder kriegt eins und ihr könnt alle gleichzeitig damit fahren, was ganz praktisch ist. Und das sind halt rund 21 Euro pro Tag und damit könnt ihr zum Beispiel auch nach Kyoto fahren. Damit ihr hier, also hier oben habt ihr die Zeiten, wo ihr dieses Ticket verwenden könnt und die Zeiten, zu denen es verkauft wird. Und hier habt ihr ein Beispiel mit einem Zug, den man verwenden kann mit dem Japan Rail Pass. Da fahrt ihr um 8 Uhr weg und seid um knapp vor 11 Uhr in Kyoto. Und wenn ihr das mit dem Seishin Juhachi Kippo macht, 8.17 Uhr Abfahrt, 16.42 Uhr Ankunft in Kyoto. Also es geht. Ihr könnt euch auch unterwegs was anschauen. Also ihr müsst nicht durchfahren mit den Zügen. Ihr könnt jederzeit aussteigen etc. Aber man braucht halt schon ein bisschen Zeit und vor allem auch ein bisschen Sitzfleisch. Ich spreche aus Erfahrung und ich sage, das tut weh, wenn ihr am Tag im Zug sitzt. Wenn ihr hauptsächlich Ausflüge machen wollt, gibt es eben auch spezielle Ausflugspässe für Touristen. Ab Tokio sind die großen drei Ausflüge Hakone, das ist der Nationalpark, von dem man sehr schön den Fuji sehen kann. Tolle heiße Quellen, falls ihr die besuchen wollt. Dann Kamakura, das ist eine alte Kaiserstadt, die direkt am Meer liegt. Vor allem zur Kirschblüte sehr schön, Herbst glaube ich sehr schön und im Sommer super, weil gleich der Strand daneben ist. Und Nikko ist die Stadt, wo das Mausoleum praktisch vom ersten und dritten Shogun stehen. Also wer sich ein bisschen für Geschichte interessiert, der sollte auf jeden Fall einen Ausflug nach Nikko machen. Dort sind auch die berühmten drei Affen mit diesem Hör nichts Böses, sprich nichts Böses, sieh nichts Böses. Und das ist lustigerweise eine Schnitzerei am Stall, damit ihr euch vorstellen könnt, wie bombastisch die Schreine und Tempel dort eingerichtet sind. Und ich habe euch hier jeweils die Preise hinzugeschrieben, damit ihr Vorstellung habt, wenn ihr zum Beispiel eine gebuchte Tour nehmt, also so einen Tagesausflug mit Reisegruppe, dann zahlt ihr für jeden von denen so an die 100, 110 Euro pro Person. Also da kann man sich sehr viel sparen, wenn man das einfach auf eigene Faust unternimmt. Der Japan Bus Pass ist von einer Busfirma namens Villa. Ihr seht da unten die ganzen Verbindungen, die es gibt. Das heißt, man kommt damit eigentlich ganz gut durch Japan. 3 Tage, wenn man nur Montag bis Donnerstag fährt, 10.000 Yen, das sind ungefähr 88 Euro. Und die sind innerhalb von 2 Monaten. Das heißt, die sind nicht wie der Japan Rail Pass, dass ihr 7 Tage hintereinander die habt, sondern ihr könnt euch wirklich, wenn ihr dort seid, aussuchen, heute verwende ich den Buspass und dann eine Woche lang nicht und dann verwendet sie ihn wieder zum Beispiel. Also es ist eine sehr günstige Art und Weise durchzukommen, vor allem auch, weil die Nachtbusse haben. Das heißt, ihr spart euch dann nochmal eine Übernachtung, wenn ihr den Nachtbus nehmt. Und falls ihr einfach nur eine Strecke fahren wollt günstig, gibt es jetzt auch Japan Bus Lines, eine neue Webseite, wo 49 unterschiedliche japanische Highway-Buslinien sind, die sich vereinigt haben und eine japanische Webseite gemacht haben. Vorher war es praktisch nicht möglich, die zu buchen aus Ausländern, außer man hat Japanisch gesprochen. Und hier kann man jetzt einfach eingeben, ich habe jetzt eingeben Shinjuku Osaka als Beispiel. Und ihr seht, das ist ein Tagesbus, Abfahrt 8.30 Uhr, Ankunft um 19.20 Uhr. Also man ist nochmal ein Stück länger unterwegs als mit dem Bummelzug. Ihr könnt aber natürlich auch einfach den Nachtbus nehmen, der hat dann weniger Stopps und ihr seid dann in der Früh in Osaka oder Kyoto. Preis 5.800 Yen, also ein bisschen mehr als die Hälfte von dem Buspass. Also wenn ihr mehr als einmal fahrt, zahlt sich das schon aus grundsätzlich. Und es wird jetzt neu eingeführt, ein 7-Tage-Buspass, wo man all diese 49 Buslinien verwenden kann für 20.000 Yen, das sind 178 Euro. Und der 14-Tage-Pass kostet ungefähr so viel wie der 7-Tage-Pass für den Japan Rail Pass. Aber auch hier bei diesem Buspass muss man dann aufpassen, das sind 7 Tage in Folge bzw. 14 Tage in Folge. Also da kann man sich dann nicht aussuchen, dass man die irgendwann im Zeitraum von 2 Monaten verwendet, sondern die sind wirklich dann 14 Tage hintereinander verwendbar. Und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann,
habe ich euch heute für die goldene Route die Transportkosten kalkuliert. Goldene Route ist Tokio, Hiroshima, Kyoto. Das sind so die Must-Haves, die man in Japan besuchen sollte. Reguläre Zugtickets ohne Japan Rail Pass würden auf ungefähr 40.000 Yen kommen. Japan Rail Pass 29.110, also man sieht, da spart man sich einiges. Und halt, wenn man den Buspass verwendet, 10.000 Yen. Also damit man das in Relation sieht, wie viel man sich da spart. Jetzt wisst ihr, wie ihr hinkommt, jetzt wisst ihr, wie ihr euch vor Ort fortbewegt, aber irgendwann müsst ihr auch noch schlafen. Und es gibt genauso wie überall auch in Japan Jugendherbergen. Die kann man ganz normal über die Youth Hostel Gesellschaft buchen. Gibt aber auch recht viele, die halt dort nicht drin sind. Ungefähr mit der Vorstellung habt, Jugendherberge kostet zwischen 15 Euro im Dormitory, also mit Stockbetten, Mehrbettzimmer, bis hin zu ungefähr 35 Euro. Zum Teil, wenn man ein Einzelzimmer hat oder halt ein kleineres Zimmer mit nur zu viert oder so. Also die Ausstattung ist natürlich je nach Lage unterschiedlich. Dann gibt es die Privatpensionen in Japan, die sogenannten Minshuku. Das sind einfach eigentlich Leute, die ein Gasthaus führen praktisch in der Art. Und die sind vor allem am Land vertreten. Also wenn ihr ein bisschen außerhalb von den Großstädten unterwegs seid, dann findet ihr sehr oft günstige Unterkünfte im japanischen Stil üblicherweise. Also ihr habt die Tatami-Matten, ihr schlaft am Futon, Essen ist manchmal dabei, manchmal nicht. Und ungefähr, also wenn ihr allein unterwegs seid, könnt ihr so rechnen, so 40 bis 50 Euro pro Person, wenn ihr eine günstige kriegt. Und zu zweit ist es dann natürlich günstiger, da zahlt man ungefähr 35 Euro pro Person, wenn man sich das teilt. Und dann mein persönlicher Favorit, die Business Hotels, die sind für Geschäftsleute ausgelegt. Das heißt, die sind immer sehr nah bei Stationen, was sehr praktisch ist, wenn man mit Gepäck unterwegs ist. Da kann man gleich mit dem Koffer hinrollen zum Hotel. Sie haben immer gratis WLAN, was auch nicht unwichtig ist. Ausstattung ist immer mit Tisch, Bett, eigenes Bad, WC. Oft ist auch Frühstück gratis dabei und das Ganze für einen sehr günstigen Preis. Also ihr zahlt es für ein Einzelzimmer so an die 40 bis 60 Euro, wenn ihr ein günstiges erwischt. Und Doppelzimmer ist natürlich städteabhängig und saisonabhängig. Ich spreche jetzt natürlich von den günstigsten. In Kanazawa zum Beispiel gibt es ein sehr schönes Business-Hotel. Da zahlt ihr um die 60 Euro für ein Twin-Bed-Zimmer, also mit zwei Betten. Also eigenes Bad, WC, Frühstück dabei für 60 Euro. Also wenn man sich da ein bisschen auskennt und umschaut, dann kann man da sehr gute Schnäppchen finden, wo man sich dann fragt, wozu soll ich in einer Jugendherberge übernachten, wenn es sowas auch gibt. Und für die Leute, die ohne Vorbuchungen einfach so unterwegs sein wollen, empfiehlt es sich, ein bisschen in die Richtung Love-Hotels zu schauen. Love-Hotels sind grundsätzlich Stundenhotels. Das heißt, da geht man hin, nicht nur um zu schnackseln, sondern auch um mit Freunden Zeit zu verbringen, weil halt in Japan die Wohnungen recht klein sind. Das heißt, man findet in diesen Love-Hotels auch oft die aktuellsten Konsolen oder Karaoke etc. Und die Leute mieten sich dann halt ein für ein paar Stunden und feiern dort Party oder spielen einfach Spiele etc. Und am Abend, üblicherweise ab 10 Uhr abends, können Sie dann dort einchecken für die ganze Nacht. Und die Preise für diese Hotels sind recht günstig. Also ihr könnt ein günstiges Love-Hotel so ab 4.000 Yen kriegen, das sind so 35 Euro. Und geht natürlich nach oben offen, wenn ihr in einer Titanic-Suite wohnen wollt, gibt es das auch. Dann zahlt ihr halt natürlich mehr. Aber grundsätzlich sind die Preise sehr günstig. Ihr habt immer ein fantastisches Badezimmer, zum Teil mit Jacuzzi etc. Aber die Zimmer sind halt manchmal etwas eigenwillig ausgestattet. Also ich habe dann manchmal Spiegel an der Decke oder eine Gogo-Stange im Zimmer. Einmal hatte ich ein Zimmer, das war sehr lustig. Das hatte ein Badezimmer, wenn man dort das Licht aufdreht, wird die Wand zum Badezimmer durchsichtig. Ja, also man muss da ein bisschen aufpassen. Aber der Vorteil ist halt, man kann halt am Abend einchecken und sehr günstig übernachten. Der Nachteil ist unter anderem, dass man nicht einfach einchecken kann und dann wieder rausgehen und was am Abend erleben, sondern wenn man eincheckt,
zahlt man, wenn man wieder rauskommt. Das heißt, wenn ihr dann nochmal rausgeht, um in die Stadt zu gehen oder sonst etwas, müsstet ihr eigentlich nochmal zahlen. Und üblicherweise ist es auch so, dass da Systeme sind, wo ihr erst zahlen müsst, bevor die Tür aufgeht. Das heißt, bevor ihr nicht gezahlt habt, kommt ihr nicht aus dem Zimmer raus. Außer natürlich, es gibt ein Feuer oder sonst was, dann gehen natürlich alle Türen automatisch auf. Ich habe jetzt ein Beispiel für so ein Lab-Hotel. Da seht ihr sehr schön, sie nennen es in dem Fall Green Time. Von 10 Uhr abends bis 11 Uhr kann man dann einchecken. Und ich habe dann immer die Preise zweifach angegeben. Also 3.800 Yen für 2 Stunden und dann fürs Übernachten 7.000 Yen zum Beispiel. Aber auch günstigere Zimmer, also Rom habt ihr Nummer 15, habt ihr für 4.000 Yen. Und das ist ein super Preis für ein Hotelzimmer, das toll eingerichtet ist mit Bad, WC etc. Und die erkennt man oft daran, dass sie ein bisschen stilisiert sind. Also das war zum Beispiel im Stil eines Schlosses. Also Pink, Neonanzeigen, seltsame schlösschenartige Aufbauten und solche Namen wie Venus oder Rom oder halt was als romantisch gilt, daran erkennt man es dann recht einfach. Ich werde immer wieder gefragt nach den berühmten Kapselhotels. Einerseits sind die nicht wirklich günstig. Also sie kosten genauso viel wie ein Hostel. Also die Preise sind so zwischen 15 bis 35 Euro. Ihr habt nur ein kleines Räumchen für euch, in das ihr reinkriechen könnt mit eurem Gepäck. Ihr habt das gleiche Problem wie bei den Love-Hotels, dass ihr erst eigentlich am Abend einchecken könnt. Weil diese Kapseln sind üblicherweise nicht verschließbar. Da ist meistens nur ein Vorhang davor. Das heißt, wenn ihr eure Wertsachen etc. dort reinlegt, dann kann die grundsätzlich jeder wieder rausholen. Das heißt, man geht dort wirklich nur hin, wenn man dann schlafen gehen mag. Also wenn man am Abend kein Hotel findet, dann kann man in so ein Kapselhotel gehen, checkt ein, gibt seine Sachen rein etc. Deswegen ist es auch ein bisschen unpraktisch. Also wenn man dort früher eincheckt, dann haben die zum Teil nicht einmal eine Gepäckaufbewahrung und lassen sich die Gepäckaufbewahrung auch zum Großteil bezahlen. Also das alles summiert sich, sodass es nicht wirklich praktisch ist. Einmal zum Erleben ja, aber ich würde es auf Dauer eben nicht empfehlen. Und ein anderes Problem ist, dass Frauen oft nicht erlaubt sind. Dadurch, dass eben diese Kapseln nicht abschließbar sind, erlauben sie Frauen in Kapselhotels nur, wenn sie eigene Stockwerke haben für die Frauen. Und das ist insofern ein Nachteil, weil diese Kapselhotels unter anderem berühmt sind für ihre tollen Spa-Regionen. Das heißt, die haben dann wirklich mit Sauna, Dampfbad etc. ein richtiges Sento dort eingebaut, also ein japanisches Bad. Und wenn sie es nachträglich eingebaut haben für Frauen, dann ist für die meistens nur so eine Reihe mit Duschen vorhanden. Und ja, das ist halt nicht das ganze Experience. Also da haben Männer eindeutig den Vorteil. Aber es gibt inzwischen auch Leute, die eben auf das aufgesprungen sind, dass Touristen gerne in einem Kapselhotel übernachten wollen. Und die haben dann auch speziell englische Webseiten, Erklärungen, wie das funktioniert. Und kann man auf jeden Fall ausprobieren. Also, aber auf Dauer würde ich es halt eben nicht verwenden, weil es unpraktisch ist. Also es gibt jetzt auch Luxuskapseln, damit ihr euch das vorstellt, wie das ausschauen kann. Die richtigen Kapseln sind natürlich viel kleiner, aber die sind zum Beispiel am Haneda Flughafen. Also falls man seinen Flug verpasst oder so, dann kann man dort übernachten. Und wie ihr sehen könnt, es gibt nur so Vorhänge zum Vorschieben. Also ein Kunde hat mir mal erzählt, dass er das Pech hatte, während er geschlafen hat, hat jemand den Vorhang aufgeschoben, hat die Kapsel verwechselt gehabt und ein betrunkener Geschäftsmann hat sich zu ihm ins Bett geworfen. So kann es gehen, ja. Und was man halt auch nicht unterschätzen sollte, man hört die Nachrichten. Das heißt, egal was die in ihrer Kapsel machen, also ob sie sich den Pornokanal anschauen, natürlich mit Kopfhörern, aber das andere hört man dann halt doch, oder ob die einfach nur schnarchen, also die sind sehr hellhörig. Also da auf jeden Fall Ohrenwachs mitnehmen. Jetzt habt ihr eigentlich für fast alle eure Grundbedürfnisse gesorgt, bis auf das Essen.
Und das Essen ist halt ein wichtiger Punkt, auch in Japan, weil man mag natürlich alles ausprobieren und kaufen. Für die Leute, die sehr skeptisch sind, was japanisches Essen angeht, es gibt ganz normale Fastfood-Ketten wie bei uns, McDonald's, Burger King etc., die sind alle vertreten. Und es gibt auch eigene japanische Fastfood-Ketten, die halt ein bisschen ein japanisches Flair haben, falls ihr halt nicht in Japan unbedingt zu McDonald's gehen wollt. Und es gibt eben auch Fastfood-Ketten mit japanischem Essen. Also eines zum Beispiel ist dieses Yoshinoya. Und da könnt ihr euch Menüs kaufen. Menüs bestehen üblicherweise aus, man sieht da Reis, Salat, einem Fleischgericht und einer Miso-Suppe. Und das Ganze kostet ab 3 Euro. Und ihr könnt es natürlich auch in größeren Portionen bestellen, falls ihr hungriger seid. Aber da kann man sehr günstig essen und auch japanisch essen. Und ihr werdet sehen, da sind sehr viele Japaner dort. Also das ist ein ganz normales japanisches Erlebnis, dass man dort reingeht und sein 3-Euro-Menü isst. Eine andere Möglichkeit, günstig zu essen, sind Convenience Stores, die sogenannten Combinis. Das sind einfach diese 24-Stunden-Supermärkte, die findet ihr an jeder Ecke in Japan. Und die haben üblicherweise auch ein ganzes Eck, eben nicht nur mit Onigiri, sondern eben auch mit fertigen Menüs. Also da könnt ihr ein japanisches Curry kaufen, da könnt ihr ein italienisches Risotto kaufen, da gibt es alle möglichen Variationen. Ein Yakisoba-Brot, also einfach so wie ein Hotdog, nur halt mit gebratenen Nudeln drin etc. Also es gibt alle Variationen, die man sich nur vorstellen kann. Und ihr könnt dort reingehen und euch so ein Bento nehmen und die bitten, dass sie es in der Mikrowelle aufwärmen. Das heißt, ihr habt dann ein warmes Essen, das könnt ihr in einem Hotel essen oder im Park essen. Und das kostet zwischen 4 und 5 Euro üblicherweise. Manche sind auch günstiger. Salate kann man sich dort kaufen, Joghurt etc. Also so eine günstige Art und Weise sind super cool. Und dann gibt es natürlich Supermärkte. Und bei Supermärkten, wenn ihr längere Zeit in einer Gegend seid, zahlt sich aus, dass ihr nachschaut, wo gibt es bei euch richtige Supermärkte. Also nicht die, die 24 Stunden offen haben, sondern die, die zusperren. Und dann schaut sie nach, wann die zusperren und geht eine halbe Stunde vorher rein, weil dann gehen die nämlich durch die Essensabteilung und bieten die ganzen Rabattsticker drauf. Das heißt, da habt ihr dann Gemüsekroketten, panierte Shrimps, also Tempura etc., alle möglichen Sachen, Sushi-Boxen, riesige, mit 30 Stück drin und die werden dann alle reduziert auf minus 20, minus 30, minus 40, minus 50%. Und da sieht man dann auch schon die Hausfrauen üblicherweise hinter demjenigen durchgehen, der die Sticker setzt und dann gleich die Sachen grapschen. Aber da könnt ihr euch dann wirklich so eine riesige Sushi-Box holen, die praktisch gar nichts kostet. Und das Nette daran ist, dass in den japanischen Supermärkten wird auch wirklich darauf geachtet, dass alles frisch ist. Das heißt, nach 2 Stunden werden die Speisen auch ausgewechselt. Also das ist nicht so, dass es seit der Früh da liegt, sondern das wird auch wirklich immer wieder frisch zubereitet. Also auch gute Möglichkeit, günstig essen zu gehen am Abend. Einkaufen mag man natürlich auch in Japan. Und hier bietet es sich an, Gebrauch einkaufen zu gehen. Also vor allem natürlich, was Anime, Manga etc. angeht. Also zum Beispiel Artbooks sind ja in Japan auch zum Teil sauteuer. Wenn man die Gebrauch kauft, kriegt man die üblicherweise für ein Drittel des Preises, manchmal sogar wirklich für ein paar Cent nachgeworfen. Und das Maker ist dafür Book Off. Das ist einfach eine Gebrauchtbuchladenkette, die allerdings nicht nur Bücher hat, sondern eben auch CDs. Also falls ihr auf japanische Musik steht oder sowas, könnt ihr dort auch günstig die CDs kaufen. Und ja, also es gibt alles dort, Artbooks, Fotobooks, Bücher, wie lerne ich Japanisch etc. Also einfach den Book Off in der Nähe finden und hingehen. Und natürlich dort, wo viele Touristen unterwegs sind, wie zum Beispiel Akihabara und auch in Ikebukuro zum Beispiel, findet man dann einen Book Off, der natürlich sehr viel auch Anime-Manga-Merchandise hat. Also da zahlt es sich dann wirklich hinzugehen. Eine andere Möglichkeit sind Flohmärkte. Also wenn ihr ein bisschen recherchiert zu der Home fragt, ob bei euch in der Nähe ein Flohmarkt ist, während ihr in zum Beispiel Tokio, Kyoto etc. seid, dort kann man wirklich schöne Sachen kaufen. Also auch solche Sachen wie Kimonos und Yukata etc. Und natürlich auch Games, Plüschis, also da wird alles verkauft.
Und die Leute sind halt eben nicht gewerbliche Händler, sondern das sind einfach ganz normale Leute, die ihre Wohnung ausmisten. Und da kann man wirklich schöne Sachen kriegen für sehr, sehr wenig Geld. Und dann gibt es noch eigene Ketten für Manga, Anime, Merchandise, auch Games wie K-Pop Mandarake, wo ihr diese ganzen Sachen günstiger kaufen könnt. Die Außenannahme sind natürlich Sachen, die vergriffen sind. Da kann man dann natürlich mehr zahlen. Aber dafür kriegt man es dann, wenn man es mit dem Chef finden kann. Und das andere ist, was ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr nicht nur auf der Hauptstraße bleibt, sondern auch in die Seitengassen reingeht. Denn gerade in den Seitengassen sind dann Geschäfte, die das gleiche wie auf der Hauptstraße anbieten, aber um ein paar Jahren günstiger. Und da kann man sich auch nochmal ein bisschen Geld sparen. Also immer auch ein bisschen in die Seitengassen reinschauen, was da für Geschäfte sind. Und das wichtigste Geschäft von allen, der 100-Yen-Shop. Da kann man sich wunderbar eindecken mit japanischer Deko, mit Mitbringseln etc. Also wenn ihr bei mir unten am Stand wart, praktisch alles, was da am Stand aufgestellt ist als Deko, ist aus dem 100-Yen-Shop, inklusive diesen Karpfen, Flyern etc. Also ist ein super Ort, um sich einzudecken. Essen, Trinken nicht so wenig, also nicht so sehr, weil Essen, Trinken kriegt ihr üblicherweise im Supermarkt günstiger. Also auch wenn es 100 Yen ist, im Supermarkt kriegt ihr es zum Teil deutlich günstiger. Also Essen würde ich mir nicht so eindecken, aber so kleine Mitbringsel, Tassen mit Kirschblüten drauf etc., Teesets, alle möglichen Sachen. Ich habe eine Ramenschüssel von dort, die habe ich jetzt schon seit 14 Jahren und die ist immer noch super. Also man kann sich da wirklich mit tollen Sachen eindecken. Also das wäre mein Tipp dann noch am Ende für die Mitbringsel, wenn ihr vergessen habt, zu euren Freunden was zu kaufen, dann wäre das das Richtige. Und ich habe euch hier ein Rechenbeispiel gemacht, mal mit 14 Tage Japan, also 14 Tage im Sinne von, ihr fliegt einen Tag in unsere Tour. Flug habe ich mal gerechnet, ihr nehmt ein günstiges Angebot, ihr wart weise, habt ein gutes geschnappt, 550 Euro für den Flug, Hotels im Doppelzimmer, da habt ihr auch sehr gut im Voraus gebucht, habt welche gekriegt, also im Schnitt, manche sind günstiger, manche sind teurer. Kommt raus auf 40 Euro pro Person, mal 13 Nächte, weil einerseits ihr im Flugzeug unterwegs. JR-Pass für 7 Tage, weil ihr habt nicht so viel Zeit und ihr wollt so viel wie möglich sehen, deswegen nehmt ihr die schnellste Variante. Essen, man mag ja auch was ausprobieren. Für die Transfers habe ich gerechnet, dass ihr eben die 3 Ausflüge ab Tokio macht und dann halt noch zusätzlich in den Städten so Transfers. Also U-Bahn etc., es kostet in Japan nicht viel. In Kyoto kannst du für 4 Euro einen ganzen Buspass für die Stadt kaufen, für den ganzen Tag. Also die Transfers in den Städten selbst sind sehr günstig. Und für Eintritte habe ich jetzt auch im Schnitt gerechnet 10 Euro, wobei sehr viele Sachen, Tempelschreine etc. könnt ihr gratis in Japan anschauen. Aber wenn ihr zum Beispiel sowas wie Disneyland macht oder Universal Studios Japan, das haut euch dann natürlich gleich 60 Euro raus oder 70. Also in Summe wären das für 14 Tage 1873 Euro mit meinem Rechenbeispiel, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Und dann habe ich hier noch eine günstige Variante mit Hostels und dem Buspass. Flug habe ich gleich genommen, habe jetzt nicht angenommen, dass ihr ab München fliegt. Mehrbettzimmer im Hostel habe ich angenommen mit 15 Euro, ihr habt das günstigste genommen, ihr schlaft dann halt mit 12 bis 16 Leuten in einem Zimmer, macht euch nichts aus. Japan Buspass einmal, damit ihr herumfahren könnt, soll ich auch noch was anschauen. Essen genauso wie vorher, Transfers genauso wie vorher, Eintritte genauso wie vorher. Ihr werdet merken, dass nur 10 Nächte im Hostel sind. Warum? Weil ihr natürlich Sparfüchse seid und nicht damit gerechnet habt, dass ihr den Nachtbus nehmt, sodass ihr euch 3 Nächte im Hotel spart. Und kommt raus, Summe 1333 Euro. Und dann kommt natürlich drauf noch dazu, was ihr an Einkäufen macht. Aber damit ihr ungefähr das Vorstellungsgefühl habt, wie viel so eine Reise nach Japan kostet. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Ihr findet mich unten noch am Stand. Meine Webseite, meine Facebook-Seite etc. sind auch hier. Also ihr könnt mich dort stalken, wenn ihr wollt. Und es würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Danke.